Hallo zusammen, willkommen zurück hier, die Nachbarsbauern. Ja, im regnerischen Frankreich heute sind wir unterwegs. Wir haben schon ein bisschen weitergearbeitet. Oha, er blickt sogar. Ja, ihr seht, Andi fährt vor mir mit seinem etwas größeren Pflug. Ich war am Mulchen hier auf unserem künftigen Weinberg. Ja, und jetzt geht's Richtung Heimat. Und ich jag den mal vor mir her, das so ein bisschen. Aha, hallo erstmal, hallo. Hallo, kommst du nicht vorbei? Bin hier zu breit zum Überholen. So, ich fahr jetzt mal mittig, ich muss hier mein Revier behaupten. Ich mache ja mal noch die Partybeleuchtung an. Müsste jetzt eigentlich an sein, oder? Ich sehe nichts. Hm? Nö, doch ist an. Doch, ich sehe sie. Ja, Pflügen ist fertig. Hat lange gedauert, aber ich hab's geschafft. Sieht zwar nicht ganz so schick aus, aber na gut. Was ist das? Hahaha. You cannot pass. So. Lassen Sie mich mal hier durch. Nein! Was tust du denn da bitte, Kaki? Nein! Nein! Hilfe! Was, wir sind seriöse Bauern. Ich bitte, das zu entschuldigen. Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut. So, ja. Und, ist dein Überholvorgang irgendwie gescheitert, Kaki, oder was war da los? Boah, keine Ahnung. So, ich bin an meinem Hof angekommen. Ja, ich auch. Ich müsste meinen Pflug noch waschen, aber kann ich ihn nicht einfach hier im Regen stehen lassen? Ich bin faul und so. Aber was ich... Oh Gott, wie viele Paletten stehen da rum? Was ich jetzt mal als allererstes machen... Labello, hier, ich hab dir mal Futter gegeben. Du hast jetzt, glaube ich, schon seit 3 Monaten nichts mehr zum Fressen bekommen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich hatte viel zu tun. Das kann man schon mal vergessen. Bitte verurteilt mich nicht. So. Was geht's hier? Den da. Wir müssen hier noch ein bisschen freiräumen. Wir wollen nämlich demnächst in den nächsten Tag springen. So. Auch gut, Philipp. Urlaub ist immer gut. Dann gleich 3 Wochen. Dann kann ich nur sagen, erhol dich gut. Ja, ebenfalls. Da kann ich mich nur anschließen. Ich hätte auch gern Urlaub. Lukas hat, glaube ich, auch Urlaub jetzt. Lärm, Urlaub. Ich muss schuften. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo brauchen wir. Wenn ich schon mal hier mit dem Hochdruckreiniger bei Regen arbeite, soll ich denn gleich die Blumen gießen? Ne? Und beim Hochdruckreiniger mal die Blumen gießen? Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Geht. Einmal, aber es geht. Ja. So. Wir hier nur wieder rauskommen. So. So. So, wollen wir mal versuchen, in Cockpit-Perspektive den Flug wieder an den Siemens Lufthaken zu hängen. Ich hatte ja da ein bisschen Probleme, den wieder vom Haken zu entfernen. Ne? Ganz so einfach. Ja, das wird bestimmt kommen. Also auf jeden Fall am Dienstag, Philipp, fahren wir mit den Bussen im Multiplayer. Also das könnte auch schon amüsant werden. Was ist denn da? Nur so als Spoilerchen.
Und irgendjemand hat die Strohballen nicht aufgeräumt. Ist ja. Und lässt sie einfach im Regen liegen. Das ist schon. Nee, also nee, das, nee. Das prangere ich an. Der wieder. Komm. Ich hab. Entschuldigung, ich kann meinen Kopf nicht so weit drehen. Philipp, 19 Uhr. Da werden wir Simo 1 ein bisschen unsicher machen. Habt ihr das gesehen? Hä? Nö. Da ist es ja. Also wenn das nicht professionell ist, dann weiß ich aber auch nichts mehr. Also dann, ne? Also ich bitte euch. Das war ja in Perfektion gepackt. Warum sind da eigentlich meine ganzen Symbole an? Wieso ist das so? Ich hatte die doch deaktiviert. Ich erinnere mich. So. Gleich mal Einstellungen. Interaktionszone. Aus. So. Guck mal. Das sieht doch schon gleich viel hübscher aus. So. Was? Philipp schreibt, Andi, du bist nie professionell. Was? Ich habe Videos gesehen von mir, die sind außerordentlich professionell. So, so, hast du. Hab ich, ja. Ich kann mich da an Autostunts erinnern, das können nur Profis, also. So, einmal das leer. Danach, da haben wir jetzt noch zwei stehen. Dann müssen wir da mal so ranfahren. Oh, ich weiß schon, was ich am morgigen Ingame-Tag machen darf. Was denn? Zuckerrüben. Zuckerrüben. Und deine Wiese. Das Einzige, was du professionell kannst, ist über Scheidensphysik bekannt. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, also das ist das Einzige, nee, also als einzige Fähigkeit würde ich das nicht bezeichnen. Also ich habe schon noch, Nudeln werden hier nicht angenommen. Ja, aber nimm doch die Butter. Die Butter voll oder was? Also ich hab noch ein hallo, bleiben Sie mal bitte da. Ich hab noch ein Master im Blödschwafen. Was? Wieso hast du jetzt die Nudeln hier wieder eingelagert? Hä? Was? Die Bäckerei hat die Nudeln wieder eingelagert und hat sie direkt wieder ausgelagert. Okay. Danke dafür. Hänge ich hier am Haus fest. Ach, das ist doch nicht. Und ich kann noch sehr, sehr gut essen. Das möchte ich hervorheben. Mhm. Eieieiei. Ich meine, ich muss auch noch irgendwelche Talente auf der Arbeit haben, sonst würden die mich ja nicht beschäftigen, aber ich habe sie noch nicht herausgefunden. Aber sobald ich es weiß, sage ich es euch. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Dass bei mir genauso ist. Was denn?
Ich nehme jetzt einfach mal eine Palette Kleidung und guck, ob ich die nicht hier wieder direkt einlagern kann. Nee, das funktioniert nur bei den kleinen Produktionen da irgendwie. Ist das? Aber auch nicht bei allen. Also Torten hat er ja nicht wieder eingelagert. Er hat nur die Nudeln wieder eingelagert. Sind die auch irgendwie als Input definiert für irgendwas? Nein. Dann ist das komisch. Ja, allerdings. Na, ich dachte, dass das vielleicht irgendwie mit der neuen Revamp-Version zusammenhängt, aber ne. Da haben wir wieder richtig viel Geld. 2000 Liter Klamotten. Wie sieht's denn eigentlich? Ja. Warum hat die so wenig Tomaten? Ich weiß, was ich noch auf jeden Fall noch schnell machen muss. Ich habe keine Berechtigung, meine Produktionen einzuschalten. Was? Und du hast, warum hast du keinen Farbmanager? Okay. Probier mal jetzt. Ah, jetzt geht's. Du hattest irgendwie keinen Farmmanager mehr gehabt. Wild. Warum auch immer. Also eigentlich müsste ich ja genug produzieren, um das jetzt alles einzuschalten. Sonnenblumenöl sollten wir vielleicht auch mal einschalten, wenn wir die da schon reinkippen. Habe ich gehört, könnte sinnvoll sein. Aber theoretisch. Warte mal, weißt du, was wir machen? Wir machen es mal so. Das müsste ja trotzdem funktionieren. Ja. Gott, und ich muss Milch auffüllen. Oh mein Gott, ich muss Milch auffüllen. Aber erstmal hier noch ein paar Paletten wegräumen. Stehen nur noch die zwei? Ja. Die zwei und die Wollepaletten muss ich noch wegtun. Na, komm. Kommen Sie an, ihr Palette. Ja. So nicht. Und ist nicht eigentlich auch hier irgendwie im Winter oder so oder im Herbst hier das Öl zu verkaufen? Oder ist es im Frühjahr? Ich meine, so Rapsöl habe ich jetzt auch schon ein paar Literchen. Ich meine, die werden auch so im Herbst, wo die Geld bringen. Jetzt mal kurz Guckeli-Guck machen. Und was gibt es in diesem Video zu sehen, Philipp? Oh, im November. Mir wird gerade ein YouTube-Link gepostet. Muss ich mal anschauen. Die Rammstein-Version. Ja, kenne ich. Die habe ich schon irgendwo gesehen. Von was gehört. Denn? Leila. Ach so. Sehr geil gemacht. Ja, warum? Ich schicke dir nachher mal den Link nach der Folge. Okay. Also ich kenne noch nicht mal das Original, ich meine Just Saying, aber... Achso. Na dann. Dann bringt dir das nicht viel. Warum? Einfach so. Einfach so, sagt er.
Ja, ich bin nicht so der Kirchweihgänger und so. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen uninformiert. Und da ich ja Ballermann, Schlager sowieso meide wie der Teufel die Kirche, gut, hab ich da extreme Schwierigkeiten, Kontakte mit solchen Partysongs in Berührung zu kommen. Was ich gar nicht schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Selbst Philipp schreibt, was Andi kennt nicht Laila? Laila geht doch gerade überall steil. Ja, ich habe von dem Song schon gehört, aber ich habe das Lied noch nicht gehört. Wie gesagt, ich vermeide es mir, Party-Ballermann-Schlager anzuhören, weil ich da relativ schnell Ohrenkrebs davon bekomme. So, jetzt kann auf jeden Fall die Zuckerfabrik weiterarbeiten. Das ist auch wichtig. Ui. Weil hier auch die Paletten treffen werden. So. Oh, habe ich dich überfahren, Hühnchen? Nicht so schlimm, oder? Gibt's halt morgen Spiegelei. Tu dich nicht so an. So. Jacki, habt ihr denn auch schon freilaufenden vier Viecher auf eurer neuen Karte? Sind das schon wieder welche ausgebüxt? Ich glaube nicht. Oh, was ein bisschen langweilig. Also ich werde auch erstmal drauf verzichten, weil mir das einfach in dem Produktionshut mich stört. Aber ich habe mitbekommen, der Macher von diesem Produktionsinfo hat die arbeiten dran an einer Möglichkeit, einzelne Produktionen in dem HUD auszublenden. Ah, das wäre ja nice. Weil das gab es im 19er gab es dieses HUD ja auch schon. Da konntest du wirklich jede Produktion quasi über einen Knopf sagen, ja, soll angezeigt werden, soll nicht angezeigt werden. Und jetzt sind sie wohl am gucken, ob sie das irgendwie auch hier umsetzen können. Und selbst wenn es über einen XML-Eintrag wäre, hätte ich auch kein Problem mit. Aber haben sie das eben diese Deko-Stelle da mal rausfallen? Das wäre schon sehr sinnvoll. Was? Milch habe ich nicht. 2000 Liter. Das ist jetzt nicht so viel. Warum produziert er keine Milch? Ich freue mich schon, wenn ich im Hardcore-Projekt auch auf Milch gehe. Mit dem schönen Kuhstall. Ja, ich glaube, wir müssen mal noch ein paar Kühe kaufen. Ich meine, es ist zwar nett, dass wir Kälbchen haben, aber so prinzipiell schwierig, wenn ich die ein Jahr erstmal durchfüttern muss. So viel Zeit habe ich hier nicht. Ich brauche Milch. Deswegen würde man sagen, wo war denn der Trigger zum Kühe kaufen? Der war da drüben, glaube ich, ne? Boah, warte mal. Ich habe natürlich jetzt wieder, öffnen. Hier und unterm Förderband. Hier draußen. Unterm Förderband. Da, geradeaus. Ja, ah, hab sie. So, Holsteiner hier. Auswählen. Wie viel kauft man denn davon? 50, 40? Kann ich die füttern überhaupt? Ja, lass dir Zeit mit überlegen, ob er welche gekauft hat oder nicht. Sehen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Wir sind nämlich schon wieder am Ende für heute angelangt. Morgen um 12 geht es schon weiter auf YouTube und ansonsten hier auf Twitch sind wir noch eine ganze Weile da. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte hinter uns. Also guckt rein, lasst ein Däumchen da und ja, bis dahin.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich rechne mal hier so Dinge und Sachen und dann sage ich euch mal, ob es Kühe gibt oder nicht. Bis dann, tschüss.